herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist, warte, wir gucken mal als allererstes auf Uhrzeit. Das Telefon läuft auch schon hier, seit 46 Minuten. 2.14 Uhr. Genau unsere Uhrzeit, ne? Wann haben wir angefangen? 17 Uhr oder so? Ihr habt eben gerade schon gesehen, wie wir ein bisschen Kahlbaum hingetüttelt haben. Ich habe hier vorne rum alles gemacht. Marius hat im Innenraum in der Position gewerkelt, die besonders Spaß macht in so einem lackierten Innenraum. Ja. Und jetzt gehen wir seit einer Dreiviertelstunde Chris auf den Sack, weil es ist 2.14 Uhr und wir wollen den jetzt gerne nochmal anreißen. So, der Tag ist tatsächlich gekommen. Auspuff ist auch schon fertig hier wieder. Der steckt hier schön drauf. Und jetzt gerade ist Chris dabei, einmal alles durchzukonfigurieren. Heißt, in dem Fall immer erstmal einmal Drosselklappen, Spulen, Düsen, die ganzen Inputs, die ganzen Outputs, dass halt am Ende alles geht, ne? Klang jetzt erstmal ganz gut, bis auf das Pedalproblem, ne? Dann genau, hast du ja deine Tiltenpedale drin. Genau, die ärgert mich bis zum Schluss. Ich hoffe, dass es wenigstens fährt, sonst reiße ich es einfach wieder raus. Also schraubt die Originale da wieder rein. Ich fand es auch gar nicht so schlimm, weil so hat man immerhin die Variante, die Möglichkeit, alles einzustellen und nicht, ja, weißt du? Ja, aber, ja, gut. Ich sag nur, Abarth oder andere Autos, wo halt der Winkel dann scheiße ist, ne? Ja, hier ja, kannst du stimmt, wenigstens du alles voll einstellen. Ich guck, hier steht noch ein Ersatz VR und ein Ersatz V6. nein, hier kann man halt komplett wirklich den ganzen Winkel und alles einmal einstellen. So, aber bist du guter Dinge? Ja, aber doch ein bisschen aufgeregt. Bis vorhin war es mir noch egal, aber... Aufgeregt, warum? Ja, ich hab das ja so alles jetzt wieder zusammengebaut, da unten so im Kurbeltrieb und so, schauen wir mal. Oder hast du Angst, dass der Anlasser bei 10 zu 1 hier gar nicht mehr dreht? Das, ja, oder wir wieder ein Batterieproblem kriegen, gucken wir mal, was so... Ja, immerhin nein, eigentlich vorbereitet und... eigentlich habe ich noch nie was... Laden die Batterie immerhin auf, ne? Mutwillig kaputt gemacht, gucken wir mal. So, sonst ist aber tatsächlich alles soweit ready. Also jetzt gerade ist natürlich noch kein Kühlwasser drauf, das müssen wir gleich machen, ja, aber... Das natürlich erst noch einpacken dann und so, aber erstmal... Können wir so testen, ne? Erstmal einmal checken, ob hier nicht gleich was rausläuft etc., weil das ist beim Oma-Golf ja auch immer ein Problem, dass man echt dann gar nichts mehr rankommt. Genau, wenn wir jetzt das Kühlerpaket wieder vorbauen, dann ist Feierabend. Chris, lebst du noch? Ja. Was machst du so um 2 Uhr nachts? Mit dir telefonieren. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall danke für deinen Einsatz schon mal. Ja, na, wie immer halt, ne? Wie weit bist du? Naja, du kannst ja theoretisch mal die, ja, machen wir... Können wir erstmal, wollen wir mal so ein bisschen orgeln, bis wir Öldruck haben? Ja, genau. Weil ich Ölpumpe neu gemacht habe? Ja, machst du die Zündspulen einfach ab und einspritzen, würde ich sagen. Wie lange, Chris, brauchst du so von null aus immer, um sowas zu konfigurieren? Also ich glaube, also ich kenne wenig Personen, die schneller sind als du auf jeden Fall. Ja, mittlerweile eine halbe Stunde, Stunde. Schon. Läuft die Kiste meistens. Die Bude, wenn alles dran ist, ne? Wenn ja, Wehmeyer und Kess alles richtig verdrahtet haben, ja. Um 2.14 Uhr, ja. Aber bisher war es vom Verdrahten her immerhin okay. Also hatten wir schon schlechtere Tage, ne? Da hatten wir schon, wir hatten auch schon funkende Zündspulen. Genau, letztes Mal haben wir eine Zündspule aufgeraucht, aber wir haben noch gar nicht geguckt, ob er dreht, ne? Also das müssen wir gleich mal gucken. Jetzt mal einen Schlüssel drehen, ich habe die Ausgänge ausgemacht. Ja, das ist ein Problem, da ist kein Zündschloss dran, aber er kann Kabel aneinander halten. Ja, die Blende ist noch nicht drin. Ja, das ist auch hier im Innenraum alles spezial und dementsprechend ist hier noch, ist das hier noch, gibt es noch einen richtigen polnischen, wirst du dann im Video sehen. Das kommt noch. Ja, wollen wir mal oder was? Klingt aber schon mal gesund, würde ich sagen. Ist schon Öldruck da? Nee. Nee, okay. Ja, dann machen wir mal. Alter, dieser Schlauch sieht so bescheuert aus auf diesem Video. Machen wir mal bitte. Ist Öldruck da oder was? Wir haben noch kein Kühlwasser drauf, ne? Genau, ich würde, ja, was weiß ich, mal so ein paar Sekündchen und dann machen wir die Front erstmal vor, wenn... Genau. Aber dann habe ich die Kurbelwelle immerhin festgemacht, scheinbar. Aber Lambda geht, oder wie? Sehe ich erstmal, Marius. Achso, okay. Willst du noch irgendwas sagen, Marius? Mm-mm. Erzähl mal, wie waren die letzten Monate? Die waren, aber nicht des Autos wegen. Also wegen uns, Chris, kannst du losgehen hier. Also. Ja? Jawohl, Sprit ist auch drin.
er wollte immerhin schon so ein bisschen, Chris. Alter, da kam sogar schon aus dem Auspuff so viel raus, dass er unsere Tür aufgeblasen hat hier. Ah. Die Nachbarn werden es wieder danken hier. Aber ihr seht ja, jetzt zum Glück nicht los. Bin mal gespannt, wie der Motor so rennt. Trigger und so, passt alles? Sah erstmal ganz okay aus, ja. Krass. Kannst du den Leuten mal einmal erklären, Trigger, was das heißt? Was musst du dem Steuergerät in dem Moment beibringen? Wenn man jetzt nicht unbedingt da riesengroßen Mist gebaut hat mit dem Triggerrad, ist quasi die Lücke immer an der gleichen Stelle. Mhm. Und die Nockenwelle nehmen wir nur als Moment quasi so, dass jetzt erste Zylinder in OT ist, also Zünden. Okay. Also das heißt aber übertrieben gesagt, du siehst mehr oder weniger das Signal und musst dem Steuergerät sagen, wo wir gerade sind. Genau. Okay. Nockenwelle geht aber auch, seht ihr die? Ja. Das hatten wir ja letztes Mal auch, dass ohne Nockenwelle gar nicht anspricht. Ah. Weil die Max-ECU braucht das Nockenwellensignal immer, ne? Ja, synchronisiert sonst nicht. Hm. Kann man aber theoretisch auch auskodieren und ohne laufen lassen? Können wir ja auch auf Wasted Park, aber da müssen wir die Zündung ändern. Ah, okay. Dass wir mal zwei Zylinder quasi gleichzeitig. Gibt doppelt einen auf dem Deckel. Genau. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich morgen bei dir auf dem Prüfstand aus, Chris? Verpiss dich. Morgen ist Familie, Alter. Ich war die ganzen letzten Tage weg. Die Alte springt mir aufs Dach. Ich hätte ihr Lenker reingesteckt. Sonst kann ich das Ding ins Wohnzimmer stellen und da zu Ende bauen. Dann habe ich Ruhe zu Hause. Also ich habe noch ein paar Schläuche, ne? Kannst du verlängern, falls sind. Ja, wird aber teuer mit zwei Kindern. Weil du im Garten legen willst, den Schlauch. Wenn wir noch ein bisschen machen, kann ich immer ein Brötchen mitbringen. Ja. Von der Uhrzeit passt es ja, aber von den Kabeln her sieht es eher aus, als würde man irgendwo auf der Raststätte stehen. Ne? Ja, das ist ein Sahara-Trick. Ja, aber ich weiß noch, Alter, wie oft man schon irgendwie irgendwas zusammengebaut hat und danach baust du es wieder auseinander, weil es an einer Kleinigkeit. Ja, zumal träume ich eigentlich noch von Daniels neuer Blende für die PSDs. Mhm. Gucken wir mal, ob er die noch ready bekommt. Noch ready macht. Weil sobald er ein bisschen läuft, müssen wir eh einmal kurz die Front dran stecken mit Wasser, ne? Ich glaube, die Lichtmaschine geht nicht. Haben wir da wieder ein Erregungsproblem? Ne, wir haben sie eigentlich immer nicht mehr erregt. Das war gerade mit laufendem Motor 12,5. Ich sollte mal wieder an mein Telefon gehen, sonst kann Chris nicht mit uns kommunizieren. Doktor, oder? Und? Ja, klingt, als wenn er bei 400 läuft, sind aber doch 1500. Der lief gerade schon relativ hoch, ne? Auf 1000 eigentlich jetzt. Zum Schluss ist er nur auf 1500 hochgegangen. Nee, es klingt eher nach 1400. Lichtmaschine war, glaube ich, nicht an, ne? Und wir haben eine kleine Ölleiche, aber das gehört dazu. Ach, scheiße. Schön, oder? Nö. Nee, aber noch nicht, für mich nicht sinnvoll. Wo kommt's her? Ja, an zwei Stellen. Einmal der neue Sensor. Fest war der? Nee. Oder? Das war, glaube ich, der Moment, wo ich gesagt habe, bring mal einen 27er-Öl mit. Haben es gemacht, aber ich glaube, es ist... Nee, ich weiß, aber ich habe nur den anderen festgezogen, ne? Ah, okay. Der ist immerhin nicht fest, aber er ist leider dahinter. Er ist zwischen Flansch und Motor. Aber immerhin läuft das immer, ne? Ja. Das ist schon mal nice. Könnte schlimmer sein, ne? Das ist schon mal geil. Aber leider ist es dahinter auch undicht. Und Ölwanne auch, oder? Nee, nee. Das kommt nur dahinter zwischen...
Aber sicher, dass es da rauskam, oder ist es jetzt einfach nur durch den Filter da so ein bisschen? Also durch den undichten, nicht festgeschraubten. Ja, also wir können nochmal gucken. Bezüglich der Lichtmaschine, wir hatten ja mal den Fehler gemacht, dass der Halter gepulvert war. Das ist jetzt aber nicht. Da ist Masse überall. Nee, der ist ja einfach nur gestrahlt. Aber haben wir denn gerade eine Masse vom Motor irgendwo hin? Aber vielleicht geht das über das Getriebe nicht? Wegen lackiert und so? Na, das habe ich extra eigentlich blank gemacht. Das ist das Einzige, was mir so einfällt. Also ich kann da gleich mal einfach ein Kabel hinhalten. Ja, läuft. Wollen wir nochmal kurz? Chris, ich finde es aber ganz geil, dass das mit Drehzahl mal geklappt hat. Da hatten wir schon schlechtere Tage. Ja, wir machen nochmal einmal an. Ja, warte mal ganz kurz. Und wir gucken mal, ob irgendwie Masse fehlt an der Lichtmaschine, dass deswegen Spannung so wenig war. Öldruck passt? Ja, 5,8 Bar hat er. Jawohl. Steht gut im Saft. Nach dem Event noch 3,5. Ja, läuft schon wieder leider. Dazwischen. O-Ring verrutscht? Na, ich kann den gleich kurz abbauen, aber ich werde keine Ersatz. Schade. Weil so brauchen wir die Front nicht vorbauen, macht keinen Sinn. Ja, klar. Muss ich ja Wasser wieder ablassen und so. Angezogen ist aber was geguckt. Habe ich gerade schon nachgezogen, ja. Also, das Problem ist hier hinter dem Flansch. Aber er pisst da so richtig raus, ne? Also als wenn da irgendwie was fehlt oder so. Als wenn wir mal ja keine Ohren reingemacht haben. Ja, selbst dann wäre es gefühlt dichter, würde ich eigentlich sagen. Gut. Das war nicht gerade so geplant, Chris. Ich sag, das war nicht so geplant. Also hast du gerade Gas gegeben, oder? Marius hat einmal gerade Gas gegeben und dann ist er bei 2,5 hängen geblieben und wurde immer mehr. Interessant. Obwohl Viertel Position unten stand bei 0%. Also als wenn die Klappe nicht wieder zugegangen ist. Obwohl die aber auf 5% steht. Klemmt die? Ist irgendwas undicht? Ja, ja. Fuck. Warte, was ist das? Der Streiter 4? Was ist denn das hier? 3, würde ich sagen. Wir haben so ein kleines Dash 3-Loch in der Ansaugbrücke. Ja, das kann sein, aber das ist die Drosselklappe, ist eigentlich zu. Marius, holt meine Kappe. Also durch das kleine Löchlein hier besorgt er tatsächlich dann Nebenluft. Also das heißt, Drosselklappe ist zu, aber er kann halt weiter Luft durchsaugen und kriegt deswegen immer mehr Luft und die Drehzahl geht immer höher. Aber jetzt habe ich gesehen, hat er 14 Volt gehabt, also der musste quasi einmal nur über so eine Schwelldrehzahl wahrscheinlich kommen. Was für eine Lichtmaschine habt ihr denn dran? Ich glaube eine originale VR, würde ich sagen. Ja, ich brauche einen Regelstrom eigentlich oder halt Drehzahl. Ja, aber Drehzahl klingt gut.
Also es gab leichte Indifferenzen mit dem O-Ring dahinter. Jetzt. Er war nicht anwesend. Jetzt gucken wir mal, wenn es jetzt dicht ist, dann kann die Front vor. Dezente Akustik hier, um 3 Uhr. Oh, klingt schön. Achso, das geht um unser Ohr. Da. Klingt auf jeden Fall gut. Klingt kernig, ne? Das heißt, Front vor oder Feierabend? Nee, würde ich schon nochmal. Also, ich weiß nicht, wie weit wir die Nachbarn strapazieren wollen. Oh, noch hat sich keiner gemeldet hier, ne? Alles klar. Front vor, Wasser drauf, weil allzu lange wollte man ohne Wasser nicht laufen lassen. So. Oh. Gluck, 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 gluck. VR die sechste. Front ist vor, Wasser ist drauf. Wir sind guter Dinge, dass das Ding ja gleich schnurrt wie ein Kätzchen. Oder? Ja, ich bin schwer begeistert. Du überlegst doch schon, ob die Kabel so lässt zum Anmachen. Auf, nee, ich überlege, ob man doch auf die Showstrecke gehen und best ist. Nee, das schaffe ich leider nicht mehr. Sag da jetzt. Du kannst auf jeden Fall. Läuft bei 500 hier. Aber es steht so eins wieder. Weil man nur geil.
Bar gerade auf dem Wasser. Ach ja, der kann jetzt ja beides, geil. Bitte entschuldigt über mein Auto-Weißabgleich hier. Jedes Mal, wenn ich von dem orangenen Shirt zurück auf dich gehe, bist du auch erst orange. Von dem Tuch her. Jawohl. Das Ding läuft doch hier. Danke, Chris. Nee, der ist gar nicht dran. Ach so. Ich muss einmal am Handy filmen. Ja. Ist ein Pleuel unten rausgefallen. Hast du gar nicht gemerkt, dass es 5-Zylinder ist? Nee. Nee, wir haben keinen Lüfter dran. Reicht auch für die Nachbarn. Reicht für die Nachbarn. Jetzt geht das nämlich gerade wieder hier los mit Hitzeschutzqualm und so, weißt du? Aber es war uns mal wieder eine Ehre, hast du bombenmäßig gemacht, läuft jetzt schon echt geil. Super, freut mich. Vielen Dank, Chris. Aber sag mal, Nockenwelle ist wieder Todesnockenwelle, wa? Ja, ja, all in ist das, 360 Grad, rundum Nocke. Ja, der hat genauso viel Unterdruck wie mein Porsche. Das ist die ganze Nockenwelle. Ey, sei froh, dass er überhaupt noch Unterdruck hat. 80 hast du gesehen die ganze Zeit, ne? Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Ja, geht ja anders. Wir wollen ja auch keinen Unterdruck, wir wollen ja Überdruck, Chris. Aber wieso, was hat er? Na, 80 kPa hat er, also 0,2 bar. Ja, aber das haben wir bei Oma auch. Also das sind ja die gleichen Nockenwellen wie bei Oma. Genau, und ich ahne auch, wo Kesti wieder hingestellt hat, weil das hat er ohne mich gemacht. Ja, das habe ich alleine gemacht. Wobei, wir haben sie hier softer stehen. Ah, okay. Ja, das kannst du ja beim VR leider nicht einstellen. Hast du mal gewusst, was der hat? Ja. Nicht das versprochen. Ich möchte mich jetzt nicht zu den 3 mm äußern, sonst kannst du nicht schlafen. Nee, also der hat eher, wenn du Einlass auf 1 machst, hat Auslass eher 5. Ja, gut, ja, ist auch normal, ja. Ja, nee, also es hat schon 3 mm Überschneidung, das passt schon. 3 bis 6 haben die immer so. Ja. Nee, alles geil, läuft trotzdem schon schön. Super. Klappert nix, ist alles dicht. Qualmt jetzt hier gerade nur ein bisschen, 3:30. Ich fand danach mit da. Sieht geil aus. Ja. Vielen, vielen Dank, Chris. Gerne. Jetzt kannst du schlafen gehen. Ein Träumchen. Danke dir, mein Lieber. Wir hören uns. Bis morgen, ciao. Gute Nacht. Geil. Reicht für heute. Ja, jetzt gehen wir heier, ne? Aber immerhin weiß aber man. Aber hätte schlechter laufen können. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß man, dass alles läuft, alles dicht ist. Genau. Ja, das ist jetzt das neue Isolierte für die, die sich wundern. Das ist immer der Klassiker leider, ne? Das braucht halt einmal Temperatur. Und. Aber. Also ich fand, dass er relativ langsam warm geworden ist. Ich erinnere mich gar nicht mehr so. Ja, aber er lief jetzt ja schon ein paar Minuten und das war jetzt nicht so, dass er ratzfatz warm war. Ja. Also das scheint schon zu passen. Ja, jetzt noch ein paar Hausaufgaben machen. Einmal. Ja, alles ein bisschen schick machen, ne? Alles final fertig bauen, ein bisschen schick machen, genau wie du schon sagst. Und dann stehen auch schon die PSS heute. Jawohl. Ihr dürft gespannt sein. Danke fürs Zuschauen. Freut mich auch, dass er läuft. Tschüss, gute Nacht. Ciao, und bis morgen.